Hallo, da bin ich denn auch schon wieder. Und dann wollen wir uns doch mal in den Mottenwald begnügen. Vergnügen, begnügen, ja, passt schon. Ein deutsches Deutsch. Im Schatten eines Feinders liegt ein Beutel mitten auf der Straße, die zu einem Tempel führt. Exquisit Likör erhalten. Was greift mich denn da jetzt für eine Scheiße? Ascha! Ruf! Mach ich erstmal eine Platte, wo mein Vieh trainiert wird. Die Kraft des Wassers und vermindert die Wirksamkeit des Feuers. Umso besser. Ja, ja, ja. Ah, du wirst hier bestimmt öfters mal rumlaufen. Gebe ich dir noch eine mit. Na, dieses Mal kommst du da nicht mehr raus. Das war's. Sei mein Sklave! Be my slave. Wirklich nicht. Aber ich will dich platt machen. Rufen. Gefangen will ich. Ja, dich will ich auf keinen Fall nicht fangen. Ja. So. Das war clever. Rotzvieh, ey. Nein! Ganz schlecht und dumm gemacht.
egal, ich kann dich ja eh heilen. Setz es schon durch. Leg es um. Ich werde dem Trank besser geben. Hinterher bin ich dir gelackmeiert, wenn er verreckt. Bleib schön da stehen. Dann kann ich sogar einen Kampf mit ihm noch mal riskieren. Sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit, also mit dem Gift, okay. Nächsten Treffer bist du weg. Na, fast weg. Frage, will ich das haben, das Viech? Eigentlich prinzipiell ja. Könnte ja wieder eine coole Wasserattacke haben. Uff. Ich glaube, ich lege den besser um, damit er trainiert wird. Wirklich viele Spezialattacken scheint er nicht zu haben. Für das Aussehen brauche ich den auch nicht. Fotze! Mieses Stück Scheiße, Alter! Jetzt kriegst du was auf den Sack. Was für ein mieses Stück Scheiße, ey! Blödes Dreckstück, ich werd nicht mehr. Alter. Naja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, glaube ich davon noch eine. Ey,
Was für ein Miststück! Ja, fuck yourself. Rückzug gegen das Vieh kämpfe ich nicht, das ist uncool. Tempo vorsummen? Ist schon die halbe Niete. Hier ist aber auch nix. Ach doch, da. Hier überhaupt schon mal. Ich kann mich echt nicht an den Gang erinnern, muss ich ganz ehrlich sein. Hallo, wie lang ist denn dieser scheiß Gang? Hallo? Ist ja nicht mal ein Vieh auf der Strecke. Wo schickt ihr mich denn jetzt hin? Oh ja, der Kollege, der wird. Warte mal, der hat zuerst Feuer benutzt. Dann Luft. Also wird er jetzt Erde usen. Ja, da hätten wir schon wieder einen Trottel, genau dort, wo ich ihn am liebsten sehe. Heda, Kleiner, lass mal deine weißen Kokons rüberwachsen. Gib sie einfach jetzt ab und ich werde dich nicht umlegen. Ach, du magst es auf die harte Tour? Du wirst es bedauern! Der lernt das ja auch nicht. Ob es immer ein anderer sein soll. Würde mich zu gern interessieren. Ruf! Also, du wirst jetzt wahrscheinlich Erde rufen. Kannst du machen. Erstmal auf Abwehrstellung. War nicht mehr so verkehrt. Fährt bestimmt sehr viel Dodge. Also trifft man nicht einfach mit Magie ganz hart. Eigentlich Emler. Hat war jetzt Bullshit. Ja, wenn man wieder mal die Finger stiller sind, als das, ne? Das ist halt Auge. Muss immer mal ein bisschen assig. Sauber. Ich kann kaum glauben, dass ich gegen ein kleines Bürschchen verloren habe. Ich glaube, ich werde alt. Vielleicht sollte ich mich zur Ruhe setzen. Bis bald, Kleiner. Puppenschlüssel erhalten. Ach ja, der war ja sogar wichtig.
Ja, wie gut, dass ich dann nochmal zufällig lang gegangen bin. Muss ich zugeben, ja. Ich wusste es wirklich nicht mehr. Das war jetzt wirklich reiner Zufall. Ist ja wie gesagt schon ein paar Jährchen her, wo ich das Spiel zuletzt angerührt habe. Und da habe ich auch hinterher nur noch im Korridor der Unendlichkeit gezockt. Ich habe einen Schlüssel? Habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Skelettschlüssel. Ich dachte, er ist echt. Ich hätte mich ein bisschen verguckt oder so. So, vor den anderen Gefahren kann ich im Notfall fliehen. Frecherweise behaupten. Patbaran! So. Dann lieber mal nicht. Angriff. Nein! Oh, Kackvieh. Ah, ausgerutscht mit dem Finger. Scheiße. Das war jetzt wirklich hart. Okay. Magieliebe, die geht nie daneben. Auch Stufe 12, sauber. Aber wieder einiges an Hitpoints erstmal. Was war das denn? Hattodon, was ist das denn für eine Scheiße? Halt's Maul, hast du Ruhe. Ich glaub nicht. Alter! Sich jetzt wirklich mit mir prügeln, du Kackvieh. Der wird eh nur mit Diener können, wahrscheinlich. Also diese Heilscheiße. Was? Was geht mit dem? Mal einen Rückzug. Und jetzt kaputt. Aber bei Heilung kann mein Vieh. Wie sieht's mit dem Feuervieh aus? Ich bin mal ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da. So, sorry, war wirklich was Wichtiges. Ich hoffe, ihr musstet jetzt nicht zu lange warten. So, mein Feuervieh ist noch voll fit. Gut.
mehr. Dich brauche ich auf jeden Fall. Hatte ich noch richtig im Kopf. Ja, aber dann bin ich nicht mehr. Bin ich ja viel zu früh hier schon zu Ende, weil da war im Grunde schon ja bald Ende, kann man sagen. Zumal wollte ich mein Feuervieh hier auch an dem trainieren. Hier lehnt ein weißer Speer, der ein blendendes Licht von sich gibt. Pfeife, ich glaube, die war ja auch ziemlich gut, die Waffe. Ich weiß nicht. Ich würde einiges an Tempo einbüßen. Aber der andere, der Standardangriff. Jetzt bin ich euch am Überlegen. Wenn wir mal beim Pfeifer testen wir den mal einfach mal aus. Speichern wir mal, weil der Fortschritt ist ja jetzt auch nicht zu verachten. Na, ich will aber nicht gegen den. Nein! Ah, das ist so eine. Das ist ja mies. Das ist eine Kante, Vater. Ja, komm, greif mich an, wenn du unbedingt willst. Wenn du es nicht lassen kannst, kriegst du es auch. Bam.
So geht das. Hau ab. Ein Beutel mit Früchten liegt auf dem Schalldeckel. Eine große Fallnuss gefunden. Dann genehmige ich mir dann auch mal. Fotzen, die Viecher sind. Warten die echt, bis ich da höchstwahrscheinlich einen Fehler oder so mache. Haut ab. Ja, das ist aber nur Schlüssel nicht. Ich glaube, ich habe soweit alle Truhen. Na, dann gehe ich hier wieder normal weg. Dann verzichte ich drauf. Komm, geht weg. Wenn du mir jetzt so im Weg stehst, ey! So der Masse mich schließt, dreh ich die. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, ne? Die Viecher sind wahrscheinlich eher nur neugierig als aggressiv oder hinterhältig, okay. Ich leg dich um. Rufen. So gut bei mir. Wahnsinn. Ich leg dich ja mal um. Ich mich mit dir eine Runde rufen. Tat nenn ich mal weggekrittet, Alter. Mein Vieh wahrscheinlich etwas schlecht gelaunt gerade. Also diese Wasserkackviecher. Sind sich einfach nur neugierig, sind die Scheißviecher. So, alle drei auf Level 12. Da bin ich doch mal ziemlich froh drüber. Guck mich weiter scheiße an. Ja, lass mich raten, dafür hätte ich den Schlüssel gebraucht. Ja, wunderbar. Dann scheiße ich drauf. Ich hole den jetzt bestimmt nicht von da hinten von der Ecke. Ja, hab mich wohl ein bisschen getrollt. Okay, oder ich mich selbst.
Dann öffnen wir mal hier das Portal. Dafür braucht man nämlich den Puppenschlüssel. Trotzdem nicht zurück, weil es wahrscheinlich eh nur Schrott drin ist. Oh, sehr geradliniger Weg. Speichern wir erstmal. Schön, dass wir mal wieder einen Save Point erreichen. Random! Ja, sag was. Kannst du mich hören? Dieser erdige Geruch, er ist mir so vertraut. Doch ich weiß, dass ich hier noch niemals war. Das muss eine Erinnerung aus einem früheren Leben sein. Nun lass uns das Tor öffnen. Halte meinen Kokon vor dem Tor ganz hoch. Ich glaube, so sollte es funktionieren. Ja, machen wir den Versuch. Die Zeit des Sammelns. Die Jungen haben Albträume und die Alten Erscheinungen. Ehe sie alle erlöst sind, wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond wird blutrot. Aha. Das gelobte Land. Dies ist der Tempel von Kemuel, Heimat des Nagi-Volkes. Ich spüre die Gegenwart des Oberhaupts drüben im Mittelsaal. Lass uns gehen. Endlich ist die Zeit gekommen. Die Zeit des Sammelns.
jemandem niederknien vor irgendjemandem. Ich werde die Tür öffnen, denn ich bin die Inkarnation von Mephazise, dem Torhüter der Zeit. Du darfst mich nie nennen. Nie werde ich dich nie nennen. Wenn die vier göttlichen Barrieren geöffnet sind, werden die Kräfte von Licht und Dunkelheit die Zeit des Sammelns ankündigen. Die über Licht und Schatten wachenden Gottheiten werden von den Doppeldrachen von Kemuel geleitet. Die Tore Kumari und Kaya werden sich öffnen. Aha. Wenn die Auserwählten durch diese Tore gehen und sich endlich begegnen, werden die Bestien göttlicher Macht von ihrem Fluch erlöst und erlangen Frieden. Und die weisen Bestien sollen die Früchte des neuen Wissens erhalten. Aber es ist die Frucht, die die Saat der Ermahnung in sich trägt. Wir wählten eine Hebamme aus, die die Inkarnation des göttlichen Geistes Azura sein würde. Und wir schickten sie nach Syrus, um die Wiedergeburt des Auserwählten zu sichern. Die Hebamme, von der ich spreche, ist Garai. Der Prophet Gi sprach, fertigt einen Ring aus Riis Tränen und legt ihn auf das Kind, das da komme. Der Ring wird anfangen zu leuchten, wenn der Auserwählte geboren ist. Wir haben auf diesen Zeitpunkt gewartet. Unsere Seelen mussten bereits zwei Prüfungen erleiden. Wollust war die erste, die verbotene Liebe des göttlichen Geistes und der weisen Bestie. Und dann die Geburt der Zwillinge, die göttliche Macht besaß. Wir erlebten die Liebe durch die Prüfung der Wollust, doch zur selben Zeit lernten wir Zweifel kennen. Die göttliche Macht der Zwillinge wurde in Licht und Dunkelheit geteilt. Das war der erste Same der Ermahnung. Die Saat schlug Wurzeln und zwang die Nagi, ihr Dorf zu verlassen. Zu dieser Zeit begannen sie ihren Zug ins gelobte Land. Gier war die zweite Prüfung. Sie begann mit der Liebe zwischen Alkana, dem Geschöpf göttlicher Macht, und Melek, einer weisen Bestie. Durch die Liebe zwischen Alkana und Melek keimte der Zweifel in den Massen auf. Man versuchte, den Zweifel mit göttlicher Seide zu besiegen und so die Liebe zu retten. Aber es klappte nicht. König Karis, der Auserwählte der Dunkelheit, war von Habgier besessen. Das Licht wurde durch die Gier getrennt und wurde zu Elend. Und so wurde die Bestie in unserem Herzen geboren. Die Diener des Waldes, die Bestien in unseren Herzen, dies ist der zweite Keim der Ermahnung. Und wieder ist die Zeit gekommen. Die Bestimmung wartet. All unsere Hoffnungen liegen in dem Kind, das an jenem Tag geboren wurde. Wir gaben dem Kind den Namen Hoffnungsschimmer. Ich spreche natürlich von Mabu. Die Geburt von Mabu bedeutete die Reinkarnation von Melek und Karis. Das Licht und die Dunkelheit. Wie von den Propheten vorhergesagt, schickte ich Garai mit Mabu auf ihren Weg. Du bist wirklich der Auserwählte des Lichts, der hierher geführt wurde vom Hoffnungsschimmer. Deine Macht wird gebraucht, damit die Geister körperlich werden können, die durch Raum und Zeit wandern. Der Auserwählte der Dunkelheit ist bereits durch das Kaya-Tor gegangen. Er erwartet dich jetzt. Du musst das Kumari-Tor betreten, um zu ihm zu kommen.
Du wirst die Schlüssel der vier göttlichen Barrieren benutzen, um den Kristall deiner ersten Prüfung zu beschwören. Meine Fresse, ist das eine Laberbacke, der Kerl. Ehe du dem Auserwählten der Dunkelheit begegnen kannst, musst du dich den Prüfungen der vier Juwelen unterziehen. Die erste Prüfung war die Einsamkeit. Dafür erhieltest du den Juwel des Wassers. Die drei verbleibenden Prüfungen sind Feuer, Luft und Erde. Diese Prüfungen erwarten dich in einem Wald außerhalb von Zeit und Raum. Jetzt steht die zweite Prüfung bevor. Dazu musst du dich in den Käferwald der Unterwelt wagen. Hey. Bist du fertig mit dem Gelaber? Was denn? Ist etwas nicht richtig? Ach, du saust dich um Mabu. Ihre Umwandlung ist fast schon vollendet. Sie kann den Kokon nicht mehr verlassen. Du kannst Mabu retten, wenn du alle vier Juwelen beschaffst und den Auserwählten der Dunkelheit besiegst. Oh, Auserwählter des Lichts, du musst dich beeilen! Besuche mich, wenn du unsicher bist, damit ich Klarheit schaffen kann. Ich stelle dir zwei Nagi-Mädchen zur Verfügung, die dir helfen, dich auf deine Reise vorzubereiten. Oh yeah. Ich bin Ra. Als Nagi-Mädchen werde ich dem Auserwählten des Lichts dienen. Oh ja, wie du das wirst. Komm in die Kammer der Reinheit, wenn du eine Reinigung benötigst. Geh dazu durch den blauen Eingang auf der linken Seite. Kammer der Reinheit, genau. Mein Name ist Mu. Hallo Mu. Komm in die Kammer der Dinge, um deine Vorräte und Ausrüstung zu vervollständigen. Benutze dazu den grünen Eingang auf der rechten Seite. Fuck! Du solltest von ihren Diensten regen Gebrauch machen. Ja, werde ich. Du kannst somit Diener reinigen und zusammenführen, wie auch Waffen und Ausrüstung kaufen. Ja, Waffen und Ausrüstung, genau. Ah, Hilfe! Ich krieg gerade mich nicht mehr ein. Jetzt musst du durch das Kumari-Tor gehen. Nein. Und dich auf die Suche nach deinen Prüfungen machen. Ja. Nein, verpiss dich. Ich will erst meine Kokos reinigen. Du Lappen, ey. So. Erstmal möchte ich. Ja, Speicher möchte ich doch nicht. So. Dann werde ich jetzt nur noch die Kokons reinigen, denke ich. Und danach speichern. Ich bin Ra. Ich bin ein Nagi-Mädchen, das dem Auserwählten des Lichts dient. Oh ja. Yeah. Ich hoffe, dass dir meine Nagi-Magie von Nutzen sein wird. Ja, Nagi-Magie. Genau. Hast du einen Wunsch? Unseren Feind, den lieben wir. Und für die Geplagten beten wir. Gewähre uns, den weisen Bestien, die Kraft, den Geist zu berühren. Die sagt also nicht recht. Ja. Oh Gott, Zweideutigkeiten sind so eklig. Manchmal. Halt die Schnauze, so. Ich habe tatsächlich zwei epische Viecher gefangen.
Präzise aus. Mit Präzision nochmal drauf. Schön. Plus Agnia. Nur wie sieht das mit dem Aussehen aus? Ja, muss ich zugeben. Ich glaube, da wird sich jetzt auch nichts verändern. Was so? Was ist das? Nein! Nein! Ja, das ist in Ordnung, das nehme ich. Das hat auch noch Style sogar. O magische Geschöpfe, die uns dienen, verbindet euer Fleisch, auf das noch größere Kraft daraus fließt. Enthüllt uns eure heldenhafte Gestalt. Ich bin fertig, nein, bist du noch nicht. Das schon kann ich mir merken. So, ja. Schulier. Okay. Ja, oder noch eine fette Zauberpalette. Sieht aus wie so ein Oktopus. Ja, okay, das gefällt mir sogar, muss ich zugeben, dieser Stil. Schon wieder! Ihi. Nein, wir nehmen den Oktopus. Das sah schon ganz cool aus. Oh, magische Ausrüstung. So, dann werde ich nur noch speichern. Und ich denke, ich werde dann erst im nächsten Part in den Käferwald der Dunkelheit eintreten. Für die Leute, die jetzt natürlich schon ausmachen wollen, sage ich schon mal bis zum nächsten Part. Ne? Schreibt ruhig immer was in die Comments. Ich freue mich drauf. Ich versuche auch wirklich drauf zu antworten. Auch wenn jetzt mein Channel jetzt schon immer noch relativ leer ist. Ich würde mich trotzdem freuen. Auf dann!